Herzlich willkommen bei den Nuviso News hier aus dem Galileo Park in Lennestadt. Ich hatte es bereits angekündigt, wir befinden uns heute auf dem Kongress unter dem Titel Pioniere der Meere. Natürlich wieder veranstaltet von Experimentalarchäologe Dominik Görlitz. Seit neuestem nennt er sich Argonaut der Steinzeit. Wie und warum, das erfahren wir in dem ersten Vortrag. Wir sind also am Eingang der Caldera gestartet, sind also dort auch völlig autark durch die Caldera durchgesegelt. Also die Bilder sind von unserem kleinen Dinghy entstanden, wo man wirklich sagen muss, das war à la Hollywood, diese Kulisse dort zu haben. Wir haben uns auch getraut, ganz eng manche Inseln zu touchieren, um also wirklich diese spektakulären Fotos zu machen, die ich Ihnen gleich zeige. Aber auch mitten in der Caldera, es ist ein Anblick für die Götter. Bizarrer kann eine Landschaft nicht sein. Gerade das nächste Bild, das ist wie so eine Kyklopenlandschaft. Und wir konnten dort eben wirklich frei navigieren. Und auch hier kann ich nur sagen, als wir gestartet waren, hatten wir Nordwind. Als wir in der Mitte waren, hatten wir Westwind. Und als wir aus der Caldera rausgekommen waren, hatten wir Südwestwind. Ohne die Fähigkeit der Arbora, voll steuerfähig zu sein, wären wir dort nie alleine durchgesegelt. Auch das nochmal, das sieht hier so einfach aus. Aber in Wirklichkeit, ja, Heike war ja mit dabei, war das richtige Segelleistung. Wir mussten also permanent den Segeltrim umändern, um also da rauszukommen. Und als wir dann vor der Südküste waren, hier segeln wir gerade an Akrotiri vorbei, an dem roten Felsen, der also genau Bug voraus liegt. Das war natürlich dann die Erfüllung meines Jugendtraums, einmal dort vorbeifahren zu dürfen. Und dann ging es also um Santorin herum und wir haben also anstatt Meltemi-Wetter, Nordwestwind, reinen Nordwind, sogar Nordostwind bekommen, um also dort Höhe zu halten. Und das Ziel war ja dann in Richtung Kasch zu segeln, das liegt hier drüben, aber es zeigt sich schon, dass also aus Nordosten, besser gesagt Nordwesten, hat sich ein Starkdruck-Windgebiet angekündigt. Also das war mein ursprünglicher Plan, Rhodos im Westen zu umrunden, aber als sich dieser Wind angekündigt hatte, bin ich einfach dann vorsichtig geworden, weil in dieser Enge der Inseln bei Windstärke 7, 8 zu segeln, war mir zu gefährlich. Und ich habe dann den Weg durch die Straße von Karpathos gesucht, um also mehr Raum zum Manövrieren zu haben. Das war auch die richtige Entscheidung, weil dann also wirklich ein richtig großer Sturm 4 Tage lang uns im Griff hatte. Und man sieht das hier an den Windpfeilen sehr schön. Es wäre also navigatorisch viel leichter gewesen, um von Santorin nach Zypern oder erst recht von Santorin über Kreta nach Ägypten zu segeln. Das hätten wir ja auf der linken Pobacke gemacht, so schön, also rein auf Vorwindkursen. Was wir hier leisten mussten, um nach Kasch zurückzukommen, war viel schwieriger, denn wir mussten nicht nur quer zum Wind, sondern auch wieder quer und gegen die Strömung navigieren. Und das ist, was ich immer wieder sagen muss den Seefahrtshistorikern, die hydrodynamischen Kräfte steigen mit der dritten Potenz zur Windkraft. Das heißt, wenn Sie 2 Knoten Strömung haben und 10 Knoten Wind, können Sie mit dem Wind gar nichts ausrichten. Und das ist eben, ich habe nicht Kritik, aber viele haben mich gefragt, warum bist du in 3 Teufelsnamen, wenn du wusstest, dass du nach Kasch willst, nach Santorin gesegelt, also nach Phira. Ja, wie ich schon sagte, weil ich einmal wie Laura Croft durch die Caldera segeln wollte. Aber es ging auch darum, die freie Navigationsfähigkeit dieser prähistorischen Schiffe zu untermauern, dass man mit dieser Seefahrtstechnologie jeden beliebigen Ort im und am Mittelmeer hätte annavigieren können. Auch das war mir ein wichtiges Bedürfnis. Wir sind also nicht, um es uns leichter zu machen, nach Kasch gesegelt, sondern weil wir diese wundervolle Einladung hatten, aber auch da dokumentieren durften, wie gut unsere Arbora am Wind segelt. Wie heißt es so schön, wie ihr genau du planst, desto härter trifft dich der Zufall, sagte ich ja schon mal. Wir haben also am Anfang gewusst, dass wir in schweres Wetter fahren, also Windstärke 6, 7, zum Teil 8. Wir hatten dann auch wie auf dem Atlantik ein großes Gewittersystem vor uns, was Gott sei Dank mit uns gezogen ist, sodass man nicht unter die Wolke segeln musste, weil da hat man öfters Windstärke 9, 10. Das kannten wir vom Atlantik. Deswegen haben wir ein bisschen Gas rausgenommen aus unserer Fahrt, um nicht so schnell zu sein. Dann kam ein Tag ein bisschen, ach ja, hier sind noch Bilder von dieser Überfahrt, hätte ich beinahe vergessen, auch nachts segeln. Überhaupt kein Problem, weil nachts sind die Winde ungefähr 2, 3 Beaufort schwächer als am Tage, auch wenn Sturm ist. Nichtsdestotrotz haben wir also da auch nachts hohe Wellen aushalten müssen. Man sieht ja hier unsere Crew, die war schon ganz schön gestresst. Das hatte für 2, 3 Tage Nordatlantikniveau, was wir dort aushalten mussten. Dann hat uns Poseidon 1 Tag Pause gegeben. Auch das war mit Ankündigung, dass da ein kurzer Zwischenhocheinfluss kam, als wir
Rhodos navigiert haben. Das ist die Südspitze von Rhodos, wo wir also ganz brav mit dem Wind drumherum gesegelt waren. Wir sind dann ja ganz eng an der Küste folgend Rhodos in Richtung Norden gesegelt, weil wir wussten, es kommt in der gleichen Nacht wieder starker Nordwind. Da wollten wir einfach Rhodos eine Wende fahren und an Rhodos anlegen, also da, wo der Knick ist. Aber die Strömung war so stark, dass egal wohin wir gewendet haben, es nur einen Kurs gab, nämlich Richtung Süden. Und das ist dann, wenn man die Odyssee liest oder die Argonauten und Odysseus beschreibt, wie Poseidon auf dem Meer auftauchte und das Schiff gegen alle Elemente nach Süden oder Norden transportierte. Das haben wir leibhaftig erlebt. So als hätte einer unserer Crewmitglieder den Sack des Aeolus aufgemacht. Ein Tag vor der Heimkunft hat es uns dann quasi zurück nach Libyen verschifftet. Und wir waren gefangen in einem riesigen Strömungsbrett, was quasi wie so ein gigantisches blaues, schwarzes Loch uns nach Süden weggesaugt hat. Ich kann das hier an dieser Landkarte besser demonstrieren. Wir hatten also 3 Tage Nordwind, Sturm, Wind aus Norden. Das war aber nicht das Problem. Das Problem war, dass eine gigantische Strömung, die unsichtbar war, uns nach Süden weggerissen hat. Wir sind scheinbar nach Nordosten gesegelt. In Wirklichkeit war die resultierende aber eine Verdriftung um über 130 Grad nach Süden. Und das hat volle 2 Tage angehalten, wo wir schon uns echt, wir haben gedacht, wir sind im falschen Film. Du fährst nach Nordosten und fährst in Wirklichkeit nach Südwesten. Das ist dann schon mental nicht so angenehm, zumal ich ja nicht unbedingt nach Ägypten kommen wollte. Argonauten der Steinzeit, das war der erste Vortrag von Dr. Dominik Görlitz und er steht jetzt neben mir. Dominik, was ist denn sozusagen die Haupterkenntnis aus der Abora 4 Mission? Die Haupterkenntnis der Abora 4 Mission ist, dass das, was antike Autoren über die frühen Seefahrten der Griechen, eben auch der Argonauten oder auch über Odysseus berichten, mit großer Wahrscheinlichkeit den Tatsachen entspricht. Nämlich, dass die Argonauten Fahrten gemacht haben, sowohl in das Schwarze Meer, aber auch über die Flusssysteme der Donau, des Rheins bis in den Atlantik. Und eben in großen Bereichen spielt sich auch die Odyssee im atlantischen Raum ab und nicht im kleinen, begrenzten Mittelmeerraum, wie das vielfach immer noch von Archäologen geklappt wird. Und das konnte Abora 4 mit ihrer Seereise durch das Schwarze Meer, durch die Ägäis wunderbar dokumentieren, dass, was Herodot oder auch Odysseus beschreibt, dass das in Wirklichkeit Tagesreisen sind im Mittelmeer und nicht, dass man Wochen oder Jahre lang unterwegs sei. Und das konnten wir eben mit Abora 4 sehr schön zeigen. Nun betonst du ja auch immer wieder, dass die Abora-Missionen kein Beweis dafür sind, dass es so tatsächlich stattgefunden hat, aber du trittst damit den Beweis an, dass es möglich war. Richtig, es geht um den Machbarkeitsnachweis, die theoretische Möglichkeit, dass diese Reisen historische Reisen gewesen sind. Hier geht es also darum, die Historizität dieser alten Texte zu dokumentieren und das wird ja im zunehmenden Maße durch die Erfolge der modernen Archäologie auch immer mehr bestätigt. Jetzt ist es ja natürlich so, bei den Schilfbooten, nehmen wir an, es wäre damals so gewesen, würde man denn heute noch irgendwelche Überreste von solchen Booten finden können? Es ist schon schwierig, Holzschiffe zu finden. Überdies sind nicht nur Schilfboote nicht auffindbar, auch Lederboote, Rindenboote, Hautboote, die sehr alt dargestellt sind, sind komplett verschwunden im Laufe der Geschichte. Wir haben nur noch die Bilder und wenige Völkerschaften, die solche Boote bauen. Und im Zuge der minoischen Kultur kann ich auch sagen, es hat auch von den Minoern nicht ein einziges Schiff es geschafft, jemals entdeckt und ausgegraben worden zu sein, sodass wir mit den Schilfbooten nicht die einzigen Probleme haben. Genau, und dann kommen wir gleich zum nächsten Vortrag. Frank Müller-Römer, er hat sich auch damit beschäftigt und er ging auf interessante Bootsfunde ein. Man hat nämlich von einigen ägyptischen Booten doch das eine oder andere finden können und da schauen wir mal rein. Der bisher aufschlussreichste Schiffsfund wurde 1984 vor der Halbinsel Uluburun gefunden. Das Schiff kam im späten 14. Jahrhundert vor Christus aus dem östlichen Mittelmeer. Es kam also vermutlich aus Zypern, scheiterte hier und sollte vermutlich bis nach der Ägäis weiterfahren. Und rechts unten ist die Halbinsel mit einer Luftbildaufnahme abgebildet. Dieser rote Pfeil zeigt die Lage des damaligen Forschungsschiffs, welches die Ausgrabung durchführte, also zugleich auch die Position des gesunkenen Schiffs.
Die Bilder von der Bergung der einzelnen Schiffsteile zeigen einen insgesamt guten Erhaltungszustand. Bemerkenswert sind die weißen Markierungen, die nämlich zeigen, an welcher Stelle Stifte in die Bordwand getrieben wurden, um die Nut- und Federverbindungen herzustellen. In dem Museum in Bodrum ist auch eine Rekonstruktion des Schiffes ausgestellt, dessen Länge betrug 15 bis 16 Meter und die maximale Ladung lag bei schätzungsweise 10 Tonnen. Seine Ladung bestand aus Kupferbarren, Zinn, Glas, Keramik sowie Luxusgegenständen. Schmuck und Waffen waren ebenfalls dabei. Der Beifracht nachzuschließen kam es aus Zypern. Die Hafenstädte, die das Schiff an der Süd- und Westküste der Türkei angelaufen hatte, sind jedoch unbekannt. Es handelt sich bei diesem um das erste antike Wrack, das einschließlich der kompletten Ladung ausgegraben und geborgen werden konnte und bisher veröffentlicht wurde. Modell und Replik des Schiffes in Originalgröße mit der Beladung sind ebenfalls im Museum ausgestellt. Besonders bemerkenswert sind die vielen Kupferbarren, meist in der sogenannten Ochsenhautform, wie wir sie auch aus ägyptischen Darstellungen kennen. Ein weiteres Wrack wurde bei Kap Iria geborgen. Dort wurde etwa 1200 vor Christus sank das Schiff. Es hatte vor allen Dingen spätbronzezeitliche Keramik aus Zypern, Kreta und der Argolis an Bord. Die Fahrtroute verlief offenbar von Zypern kommend an Kreta entlang der Südküste des Peloponnes in den Argolischen Golf hinein. Die Ladung bestand hauptsächlich aus Olivenöl. Gefunden wurde auch ein Ankerstein mit drei Öffnungen im Bild dargestellt. Die Skizze zeigt eine Rekonstruktion des Schiffes. Von dem Schiff allerdings war nur noch ganz, ganz wenige Holzteile auffindbar bei der Bergung. Ein drittes Wrack liegt bei Kap Gelidonia an der Südspitze der Tekor-Halbinsel im Südwesten der Türkei. Seine Ladung bestand aus 850 Gramm zyprischen Kupfers und darüber hinaus aus Zinn. Beide Metalle dienen der Erzeugung von Bronze, worauf auch die ebenfalls an Bord befindliche Gießereiausrüstung und Werkzeuge zur Bronzeverarbeitung hinweisen. Ja, Frank Müller-Römer mit seinem Vortrag Handelsschifffahrten in der Bronzezeit im Mittelmeerraum. Und ja, er hat sich natürlich wirklich darauf spezialisiert, was sind handfeste Fakten, was kann man wirklich hundertprozentig so sagen. Er komplimentiert ja mit seinem Vortrag sozusagen ja, das heutige Programm sehr gut. Wobei du ja dann doch noch etwas über die hundertprozentig gesicherten Fakten in deinen ja, Theorien, Annahmen und Spekulationen ja, hinausgehst. Das ist ja Ziel und Anspruch auch der Experimentalarchäologie, dass wir den Erkenntnishorizont weiter nach hinten verschieben, über die Fundlage hinaus. Und wir haben eben das große Glück, dass wir Schiffbootdarstellungen, wenn wir in meinem Fachgebiet bleiben, der Schiffbootseefahrt, nicht nur in Ägypten, nicht nur in Mesopotamien, sondern mittlerweile am Kaukasus haben. Wir haben die Schiffsdarstellung in Bulgarien, wir haben diese wundervolle Papyrusbootdarstellung auf der Himmelsscheibe von Nebra und sogar schiffbootartige Darstellung mittlerweile in Südschweden gefunden, worüber mir Thor Heyerdahl schon 2001 berichtete. Und insofern geht es nicht Holzschifffahrt, Minoa versus Schiffbootseefahrt, sondern man muss sich vorstellen, dass alles je nach Bedarf im Gebrauch war. Und nun hast du dich ja selber lange Zeit so ein bisschen gescheut, dich mit alten Karten, Kartografie zu beschäftigen. Wie kam es denn dazu, und da spiele ich auf den nächsten Referenten an, dass du es dann doch gemacht hast? Ja, ich habe in meinem Abora-Verein wirklich sehr spezialisierte Leute, Landvermesser, die an der TU Dresden Kartografie studiert haben. Und die haben mich schon viele Jahre lang versucht zu motivieren, beschäftige dich mit Martin Walzemüller, mit den Karten des Piri Reis. Da wirst du noch viel ältere
Beispiele über frühe und vielleicht sogar prähistorische Seefahrt finden. Ich kannte die Dinger natürlich schon, aber mir hat vielfach auch die Zeit gefehlt. Und durch die Seereise der Abora 3, wo wir also wirklich 2 Monate auf dem Atlantik waren, da entsteht viel Freizeit und da habe ich das für mich bestätigen können und müssen, dass eben die Prähistoriker eben auch viel intensiver Karten dargestellt haben. Und dafür ist eben auch der nächste Referent sehr gut und wichtig, Professor Manfred Buchholtner, der eben über solche alten Kartenvermächtnisse, aber auch über die antiken Texte referiert, die vielfach zeigen, dass die Alten, also die Griechen, die Phönizier, die Minoer, wahrscheinlich auch die Ägypter, Kenntnis über die Kontinente im Westen und Süden, also Amerika und eben auch über die Antarktis hatten. Genau, du hattest 2 Monate Zeit auf der Abora 3 und Wolfgang Buchholtner hat dir einen ganzen Seesack voller Bücher, vor denen du dich immer gescheut hattest, die mal anzufassen, eingepackt. Und war wahrscheinlich die Langeweile letztlich die treibende Kraft, dass du es dann doch gemacht hast. Ja, es war nicht Manfred Buchholtner, sondern Gunter Lenzer, ein Vereinsmitglied, der aber auch an der TU Dresden Kartografie studierte. Und so bin ich zu den alten Wurzeln zurückgekehrt und Manfred Buchholtner unterstützt eben die Abora-Forschung als Kartografiehistoriker seit 2012. Genau, und in den Vortrag von ihm schauen wir jetzt natürlich auch mal rein. Nichtsdestoweniger, in dem Papieratlas, haben wir es ja schon gesehen, hat Schöner auch auf seinem Marmoratlas von Gotha diese Form relativ gut erfasst. Ich meine, das musste er ja in diesen Marmor hineingravieren. Ich komme aber ganz kurz noch auf einen Punkt zu sprechen. Es ist ein bisschen ein heikler, nämlich diese Sache hier, die so fast so aussieht wie eine antike Schiffsdarstellung, wo man nicht ganz genau weiß, was es ist. Es könnte nämlich sein, dass es sich in diesem Fall, und da rede ich ein bisschen auch als seinerzeit einmal Geologe und Paläontologe, dass es sich hier um einen Anschliff einer sogenannten rugosen Koralle handelt. Die Septen von Rugosen, diese Innenwände von Rugosen, die können so ausschauen, wie es sich hier zeigt. Weiß man nicht, da müsste man noch einmal ganz genaue Untersuchungen dieses Marmors machen, dass man wüsste, ob dieses Gestein aus dem Paläozoikum stammt, dann kann das eine Rugose sein und dann müssten wir überlegen, ob es da wirklich sich um die Darstellung eines vielleicht ägyptischen Bootes handelt. Aber das geht nur mit Dünnschliffen, das geht nur mit einer Zerstörung dieses wertvollen Globus und demzufolge wird das also noch eine Zeit lang die Wissenschaft beschäftigen. Gut, jetzt waren wir bei Südamerika, gehen wir jetzt dann zu der Antarktis und hier haben wir noch einmal von Dominik nachgezeichnet die Umrisse des atlantischen Kontinents. Und da zeigen sich ganz deutliche Ähnlichkeiten mit der Phineus-Karte. Das wäre wieder hier dieser Umriss vom Marmoratlas. Und wenn man das jetzt um 28 Grad, so wie wir es gemacht haben, dreht, dann sieht man doch überraschend, zwar nicht genau passend, aber hier diesen Fjord rein, sage ich mal, hier diese Bucht rein. Also da gibt es auch mit den modernsten Karten aus Google Earth doch frappierende Ähnlichkeiten. Die Ähnlichkeiten wären noch größer, wenn man nicht die Eisbedeckung als den Umriss des Kontinents nimmt, die wir hier sehen, sondern wenn wir, wie es der Zustand ungefähr 3000 vor Christus war, die Felsküste als Umriss nehmen. Es gibt erst seit wenigen Jahren, ich würde sagen 2012, 2013, von NASA und dem British Arctic Survey herausgegeben, detaillierte Karten über den Eisuntergrund, sozusagen die wahre Antarktis. Und da sieht man schon, alles was bräunlich ist oder bräunliche oder beige Töne hat, das ist Landmasse. Alles was weißlich und bläulich ist, wäre Meer gewesen. Das in der Tat, dieser als geschlossene Landmasse von uns angesehene und auch in der Schule seinerzeit noch so gelehrte Kontinent, ein Archipel ist. Da hier, gucken Sie mal diesen südlichen Teil von Ostantarktik an, das sind fast nur Inseln, eben eisbedeckt.
Nicht? Und wenn wir jetzt aber noch einmal diese zwei neuralgischen Punkte uns hier ein bisschen anschauen, dann ist das wirklich sehr interessant. Wir haben den Marmorglobus, wir haben die Fineus-Karte und wir haben dann noch in Stuttgart befinden sich die in der Nikolai-Sammlung, wir haben noch so Globensegmente, Goren werden die auf Englisch bezeichnet, von vermutlich 1535, die auch die Antarktis relativ gut darstellen. Hier haben wir wieder dieses Ross Island und wenn man, das wäre hier, und wenn man jetzt dann mit aktuellen Karten das Ganze vergrößert uns nochmal anschauen, das wäre sozusagen eine Darstellung von heute und das ist diese von James Clark Ross 1841 entdeckte Karte. Da muss man schon sagen, hoppla, das ist ja wirklich frappierend, hier nochmal auf den gleichen Maßstab vergrößert, wie damals das Wissen war, dass die das so hochexakt darstellen konnten. Und jetzt haben wir noch einmal die Fineus-Karte von 1531, links die Darstellung der Antarktis auf der eben genannten Karte und hier heute noch eine zeitgemäße und da eben auch so diese gravierenden Einschnitte hier, die zwar nicht hundertprozentig lagerichtig, aber ansonsten doch in einer unglaublichen, einem unglaublichen Detailliertheitsgrad angelegt und gezeichnet sind, dass man fast vermuten könnte, nee, die müssen da reingefahren sein, die sind da in diesen Buchten vor Anker gegangen, könnte man so mutmaßen. Also diese Fragen, wo ich eben keine Antwort geben kann, wo ich aber überzeugt bin, wenn man noch Geheimarchive oder bisher zumindest ununtersuchte Archive in Portugal, ein bisschen noch in Spanien und vor allem in Portugal durchforstet, könnte man noch vielleicht das eine oder andere finden. Diese Fragen, die ich da erläutert habe, kann ich nicht beantworten. Wer hat wann, warum und vor allem wie diese Inseln am entferntesten Ort der Welt entdeckt? Und man muss ja noch eines bedenken. Winterhalbjahr, nicht? Die haben damals wahrscheinlich auch schon das Wissen gehabt von ihren Astronomen, dass es einige Monate wirklich dort unten quasi Nacht ist. Und wann fahre ich hinunter, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung mit den damaligen seetechnischen Möglichkeiten? Also schon auffällig, was da an Wissen uns überliefert wurde. Weltkarten aus der Antike, das war der spannende Vortrag von Professor Dr. Manfred Buchreutner. Ja, und in seinem Vortrag gab es natürlich ein kleines pikantes Detail, denn er ist, wenn es um den Marmorglobus von Gotha geht, da auf eine Sache aufmerksam geworden. Wir beide haben ja schon einen Film darüber gemacht, 6 Jahre ist es her, Ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte. Und da hast du ja auch den Marmorglobus in deinen eigenen Händen gehalten und ihn untersucht und du hast da eine antike ägyptische Schiffsdarstellung ausmachen können, aber es könnte auch etwas ganz anderes sein. Ja, wir hatten vor 3 Jahren, Manfred Buchholten und ich, nochmal Zugang zum Marmorglobus von Gotha, von der Kulturstiftung Gotha, erhalten. Und Manfred hat mir das sogar auf schwarz auf weiß bestätigt, dass er es nicht für ein Septum hält. Allerdings musste es natürlich noch intensiver studiert werden und mit modernsten Mitteln analysiert werden. Das ist zurzeit noch nicht möglich, weil es auch wahrscheinlich invasiv sein müsste und damit dem Globus vielleicht Schaden zufügt. Da müssen wir einfach noch auf einen Methodenwechsel in der Physik warten, dass wir da tiefer in die Gesteinsschichten eintauchen können. Aber wir sind schon beide der Meinung, dass es mehr Indikationen gibt, dass es ein antikes Schiff zeigt, dass es eine natürliche Verfärbung des Marmors ist, denn in dem Gutachten, was er auch der Stiftung Schloss Friedenstein angefertigt hat, hat er ausdrücklich hingewiesen, dass es nicht den Anschein einer korallenartigen Inklusion sei, aber man kann sowas nur mit einem optischen Befund natürlich nicht 100% ausschließen. Insofern ist das genau, wofür ich stehe und plädiere, transdisziplinär, interdisziplinär alle Kollegen an Bord zu holen, um dann gemeinsam mit Geologen, Kartografiehistorikern und natürlich auch Seefahrern diese Dinge zu analysieren.
Gut, wobei eine altägyptische Schiffsdarstellung auf einem Globus von 1533 ja jetzt trotzdem nicht deiner Theorie widerspricht, dass sozusagen die Welt schon ja seit vielen tausenden Jahren globalisiert ist, Handelsbeziehungen existieren. Und dafür spricht ja auch der nächste Referent, nämlich Andreas Otte, und der spricht über blonde Indianer, nämlich über ja eine ganz interessante Eigenschaft der Chachapoya-Indianer. Sie sind, so wird es berichtet, zum Beispiel von Pedro Pizarro, höher gewachsen als die Inkas, das sagen die selbst. Sie sind hellhäutiger, sie haben braunes, rotbraunes oder auch blondes Haar. Hier ist mal so eine Darstellung von gefangenen Chachapoya-Frauen, die also dem Inka-Herrscher vorgeführt werden. Eine andere Darstellung hier auch nochmal. Das sieht ganz anders aus, als man sonst Indianerfrauen kennt. So, das ist jetzt mal so eine Mumie. Wir sehen da schon so dieses bräunliche Haar, auch fast schon gelockt. Ja, kommen wir als nächstes zur Bautradition. So, das sind so diese ganz klassischen, typischen Rundbauten. Das ist jetzt mal in eine Rekonstruktion, wie so ein Haus tatsächlich ausgesehen haben könnte. Inzwischen geht man allerdings davon aus, dass es nicht so spitz, das Dach nicht so spitz war, dass es also flacher war. Hier haben wir mal so einen Blick von oben und hier sieht man jetzt auch diese Rundbauten, die da drin waren. Das heißt also, die haben da drin auch tatsächlich gewohnt. So, was haben wir noch? Wir haben die Bestattungstradition. Die erfolgte immer in Hockerstellung, also Embryohaltung. Hier kann man das mal sehen. Das sind also jetzt Mumien, die man so dort hatte, die entsprechend in Grabhöhlen lagen. Die sind teilweise in wirklich unzugänglichen Felswänden gelegen. Na, das ist also eine Felswand und da sieht man diese Löcher drin. Wir zoomen da jetzt mal so ein bisschen rein. Na, und da liegen also noch so Reste. Weiterer Punkt, die Hauptwaffe. Die Hauptwaffe der Chachapoya war die Steinschleuder. Hier ist also jetzt mal so eine Steinschleuder, wie man sie rekonstruiert hat von den Chachapoya. Wie hat man sie rekonstruieren können? Ja, man hat sowas gefunden. Na, der ist also ganz original mit seiner Reservesteinschleuder noch am Kopf begraben worden. So, was haben wir sonst noch? Wir haben die Trepanation. Hier zum Beispiel sehen wir das mal. Diese vier Löcher. Na, hier nochmal so eine Darstellung. Ja, Ursprünge. So, wenn man also jetzt außerhalb der Amerikas anfängt zu suchen, ne, da muss man natürlich sagen, okay, wir müssen Kultureigenschaften finden, Kulturparallelen finden, aber die müssen natürlich auch vernünftig passen. Ja, das muss also schon eng begrenzt, räumlich eng begrenzt sein, es muss zeitlich begrenzt sein, das darf nicht ein Allerweltsthema sein, und wenn ich genügend davon habe, dann kann ich relativ sicher sein, dass ich herausgefunden habe, wo die Leute hergekommen sind. Rundbauten, das ist doch ein spannendes Thema gewesen. Und wenn man das eben mal untersucht, dann findet man in Europa die Atlantikkelten. Sowas hier zum Beispiel, das ist ein Castro, der Castro-Kultur. Da weitere sich da drauf, also auch hier wieder klassisch diese runden Ringe, die Eingänge in alle möglichen Richtungen. Hier nochmal ein anderer Castro. Ja. Zur Steinschleuder selbst. Die wurde in Europa vor 3500 Jahren auf den Balearen entwickelt, so sagt man heute. Okay, welche ist welche? Ist ein bisschen anders, ist ein bisschen stärkeres Material, deswegen, aber ansonsten ist das kaum zu unterscheiden. Ja, das ist auf Mallorca. So machen die das da auch heute noch. Was haben wir noch? Bestattungstradition. Hockerstellung, Embryostellung. Allerdings auf Mallorca mehr so im flachen Bereich. Das ist schon real. An der Küste, da sind diese Höhlen, da hat man die so drin gefunden. Das ist aber Cales Corves auf Menorca. Steilwände. Wir können mal wieder ein bisschen reinzoomen. Also auch da es sieht im Prinzip genauso aus wie die Chachapoya-Bestattungstradition.
So, was haben wir noch? Trepanation. Die hatten wir eben schon mal gesehen, bei den Chachapoya. Das ist eine von Mallorca. Das ist ein Schädel von Menorca. Auch hier wieder postmortal, diese Dreier-, Viererbilder, konischer, auch wieder konische Bohrung. Diese Form der Trepanation gibt es nur auf den Balearen, ein ganz wenig im angrenzenden Küstenbereich der spanischen Insel und im Chachapoya-Gebiet. Sonst nirgendwo auf der Welt. So, also die These lautet, die Theorie lautet letztlich, dass sich drei diese Gruppen, die Castro-Leute, ein Teil der Leute von den Balearen und einige wenige Kelt-Iberer zusammengesetzt haben und sind im Prinzip in diesem letzten freien Bereich Spaniens, den es damals noch gab, also rundherum um La Coruña, diesen Bereich der Küste, werden die eine Flotte gebaut haben und werden sich von da aus in den Weg gesetzt haben. Im Prinzip die Küste runter bis Kanaren, Kapverden und von da aus einfach rüber. Das geht fast automatisch. Dann die Küste ein bisschen hoch, den Amazonas rein. Das Rätsel der südamerikanischen Chachapoya-Kultur, ja, und es ist tatsächlich ein großes Rätsel, das vor ungefähr 2000 Jahren ja offensichtlich schon europäische Gene in Südamerika zu finden sind. Richtig. Wir haben also die Forschung von Professor Hans Giffern, die also hier auch stellvertretend vorgetragen werden, seit vielen Jahren zur Hand. Ich selber habe zum Thema Kulturpflanzenverbreitung über den Atlantik promoviert. Wir haben also Gensequenzierung auch von Flaschenkürbisgen, die zeigen, dass schon vor 13.000 Jahren es zu einem Gentransfer zwischen Afrika und Mittelamerika kam. Dann kommt die Baumwolle kurz hinterher, so 6.000 vor Christus. Und die Chachapoya sind die Fortsetzung also vieler Reisen der mediterranen Hochkulturen in den mesoamerikanischen Bereich. Und dass eben hier ein Indianerstamm ja, sich wissend auf alte Quellen beruft, dass also noch am Ende der Antike Menschen, blonde Menschen mit großen Schiffen übers Meer gekommen sind, die dem Flusssystem des Amazonas bis in die peruanischen Anden segelten, um sich dort niederzulassen, um sich dem Druck der Römer zu entziehen. Das wäre ja letzten Endes eine Sensation, wenn sich das bestätigt, weil dann müssten wir endgültig die Daupen aus dem Fass lassen, dass Kolumbus vor rund 500 Jahren als erster Amerika entdeckt hat. Man müsste sagen, er hat sie als erster Europäer in der Neuzeit wiederentdeckt. Lange vorher waren Menschen aus dem Mittelmeerraum, aber auch aus Asien, Australien, aus Afrika da. Aber sind jetzt die Chachapoya nicht eigentlich ein eindeutiger Beweis oder woran scheitert noch die Erkenntnis? Was müsste man jetzt sozusagen noch als endgültigen Beweis dafür haben? Eigentlich braucht es keine endgültigen Beweise mehr, weil solche Superlative wie Ultimate Evidence, endgültiger Beweis, die gibt es in der Wissenschaft sowieso nicht, sondern die ganze Kombination von pflanzengeografischen, humangenetischen, invasionsbiologischen und experimentalarchäologischen Daten schreit quasi danach, dass es zu einem Paradigmenwechsel in der Amerikanistik kommt, dass also sowohl die Tolteken, die Mayas, aber eben deren großen Vorfahren ja eben nicht aus einem kulturellen Vakuum entstanden sind. Und dafür ist das Chachapoya-Phänomen eines der besten Evidenzen, weil wir diese Leute noch leibhaftig heute untersuchen können. Wir kennen das von alten Maya-Darstellungen in Chichen Itza. Auch dort sind blonde, blauäugige Indianergestalten dargestellt, die geopfert werden. Wahrscheinlich sind es schiffbrüchige Seefahrer, die irgendwie die Religion in Mesoamerika nicht annehmen wollten. Warum auch immer sie geopfert wurden, da gibt es nicht nur eine, sondern viele Darstellungen. Und die Chachapoya stellen das von den Füßen, von dem Kopf auf die Füße, weil wir eben zeigen können, diese Dinge sind heute noch in Mittel- und Südamerika analysierbar. Es wird nur Zeit, dass wir endlich unser Instrumentarium nutzen, um endgültig dieses Kolumbus-Paradigma zu widerlegen. Genau, dafür veranstaltest du ja jetzt schon im fünften Jahr hier Kongresse im Galileo-Park. Und für heute ist natürlich noch lange nicht Schluss, denn es geht gleich weiter im Programm mit dem nächsten Vortrag. Und insofern möchte ich an dieser Stelle erstmal ganz kurz den Erkenntnisstand der gegenwärtigen Landesarchäologen aus Sachsen-Anhalt zitieren, der also auch mit Hilfe von Astronomen ist dieses Wissen zusammengetragen. Man hat also sich darauf verständigt, dass diese Darstellung eine Nachtdarstellung zeigt, wo also die Sternendarstellung, die Sternenpunkte, 32
Goldsterne ergeben, die zufällig angeordnet waren. Nach den Astronomen sind diese Siebener-Konstellationsgruppe oder Sieben-Symbol stellt das die Plejaden dar, die großen beiden Himmelskörper, diese vollgoldene Scheibe und die sichelförmige Scheibe werden als Vollmond und Halbmond deklariert. Und entscheidend ist, dass diese Himmelskörper entlang einer Ekliptik laufen und dass insbesondere aber auch die Bogensegmente im Osten und im Westen der Himmelsscheibe alle vier Richtungen geben, in dem Fall auch Norden und Süden, sodass wir es also hier mit einer eingenordneten Darstellung auch zu tun haben. Und ganz besonders wichtig für mich ist natürlich diese bootsartige Darstellung im südlichen Teil, also im unteren Teil der Himmelsscheibe, wo man also sich schon klar ist, dass was hier mit einer Sonnen- oder Himmelsbarke zu tun hat. Man ist auch sich im Klaren, dass das alten ägyptischen Traditionen erfolgt. Also hier gibt es Einklang in der Betrachtungsweise. Aber nach Ansicht der Materialforscher wurde diese Barke nur an den unteren Rand gequetscht, weil man dort keinen besseren Platz für die Himmelsbarke hätte. Also aus Platzgründen hätte man sie ganz weit nach Süden versetzt, weil sonst kein anderer Platz vorhanden war. So zumindest die Interpretation. Gegen diese Interpretation regt sich Widerstand, der sich vor allem dadurch äußert, dass ich einerseits dieses Jahr eben mich mit den Plejaden auf dem Wasser, also auf dem Meer, ein bisschen beschäftigt habe. Zum anderen arbeite ich aber seit vielen Jahren mit Kai Helge-Würz zusammen, der als Kulturhistoriker mich schon seit 2 Jahren ja, appelliert, du guck doch mal, ich habe da andere Dinge festgestellt, kannst du da nicht mit mir zusammenarbeiten? Und was einer seiner ersten Beobachtungen war, dass ihm auffiel, dass diese beiden Sterne eindeutig oder sehr auffällig eine Winkelhalbierung oder eine Halbierung der Sternscheibe ergeben, die ihm dazu bewog, eben diese Himmelsscheibe von Nebra anders zu interpretieren, dass auf der linken Seite eine Taghälfte dargestellt ist und auf der rechten Seite eine Nachthälfte. Und was natürlich ganz entscheidend ist, dass wir die Plejaden anders deuten, als das die gegenwärtige Landesarchäologie in Halle macht, dass wir diese Plejaden umdeuten wollen. Hier schauen wir mal auf so ein Teleskopbild von den Plejaden. Links die Plejaden, wie sie auf der Himmelsscheibe angeblich dargestellt sein sollen. Ich kann nur sagen, dass also der optische Befund zeigt, dass es hier eigentlich keine große Ähnlichkeit gibt und wir 7 Gestirne mehrfach am Himmel, auch im Tierkreis, vorfinden können. Und hier haben wir auch aus Schweden, ja, aus Südschweden so eine Darstellung, die genau dieselbe Sternenanordnung wieder zeigt wie auf der Himmelsscheibe. Und das ist in Bosolen in Südschweden. Und hier, wenn ich es mal wegmache, hoppla, falsche Taste gedrückt, sieht man eben diese Konstellation. Und hier hat der Kulturhistoriker Wirt einfach winkelhalbierend darum gezeichnet. Und hier kann man sehr schön sehen, wie sich um ein gemeinsames Bildzentrum diese Bildinhalte um diese Konstellation drehen. Und trotzdem haben wir hier Schiffsdarstellungen, trotzdem haben wir Sonnensymbole, ähnlich wie auf der Himmelsscheibe. Und schauen Sie sich's an, links Nebra, rechts Schweden. Geht man nun in die weiteren Sterndarstellungen, erkennt man sehr schnell, dass wir dort 7 Sterne sehen, die in auffälliger Weise die Gestalt des großen Wagens wiedergeben. Ich habe jetzt einfach mal mit so einem Astronomieprogramm den großen Wagen, ja, das ist von einem offiziellen Sternatlas mit roten Sternen angefärbt, hier den großen Wagen von der Himmelsscheibe von Nebra und das einfach über diesen Stern referenziert. Und jetzt lege ich einfach mit relativ primitiven Mitteln auch wieder auf diesen Stern referenziert die Himmelsscheibe von Nebra drüber. Bei den alten Ägyptern war der große Wagen Mesertiu, der Unvergängliche. Er ist es, der den Untergang nicht kennt, weil als zirkumpolare Konstellation immer dicht im Himmelsnorden, natürlich durch die Präzession der Erde, die Möglichkeit hat, das ganze Jahr gezeigt zu werden. Und es ist entscheidend, was die Ägypter darüber sagen, Mesertiu gehörte eben auch zum Steuermann oder zur Crew der Himmelsbarke, also das Solarboot, was im Ägyptischen sehr oft dargestellt wurde, dass wir also hier eine klare Verbindung haben zwischen astronomischer Konstellation, mythologischer Überlieferung und zu den auf der Scheibe dargestellten Bedingungen. Was dem noch hinzukommt, ist, dass die Himmelsbarke nicht nur den verstorbenen König in den Westen bringen sollte, sondern natürlich auch die Sonne, wenn sie im Westen im Horizont versinkt,
durch die Unterwelt, durch die Sterne des Set zurück über den Süden zurück zum Osten transportiert. Und das sind genau die Dinge, die wir dargestellt sehen. Das macht es für mich so evident, dass sie das nicht aus Notbehelf ganz tief in den Süden geklatscht haben, diese Konstellation, sondern dass wir hier eine Konkurrenz zu Sternenvorstellungen, astrologischen Konzepten aus dem alten Ägypten wiedersehen. Die Himmelsscheibe im Lichte neuer Erkenntnisse. Und ja, Dominik, jetzt natürlich auch nochmal gefragt, warum glaubst du, gibt es so eine große Diskrepanz zwischen, ja, ich sag's mal, ja, der universitären Forschung, die ja ihre ganz eigene Deutung der Himmelsscheibe hat, wo das hier zum Beispiel die Plejaden sind. Wie erklärst du dir das, dass es dann sozusagen im Privatbereich, dass du auch mit Kai Helge Wirth und anderen Forschern zusammen eben zu völlig anderen Ergebnissen kommst, und wie wird mit euren Erkenntnissen sozusagen an den Universitäten oder auch von den Medien oder generell, wie geht man jetzt mit den neuen Erkenntnissen um? Ja, es ist eine Frage der Dialektik, möchte ich es bezeichnen wollen. Ich sage mal, im Zuge der Spezialisierung der modernen Wissenschaften, es betrifft auch nicht nur die Archäologie, es geht auch in die Medizin oder auch in andere Wissenschaftsdisziplinen, ist es natürlich schwierig für einen Außenstehenden zu begreifen, wie Wissenschaftsbetrieb funktioniert, wie bestimmte Themen in der Wissenschaft angefasst werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich zu einer Isolation auch der Spezialisten gekommen, die eben sich sehr tief in die eigenen Themen einarbeiten, dort sicherlich auch unschlagbar und sattelfest sind. Also insofern möchte ich sagen, und das ist eben, wo ich sagen muss, Bürgerwissenschaft oder Citizen Sciences ist eigentlich das, was uns heute fehlt in der Zeit der Spezialisierung, dass man wieder auch generalistisch auf die Dinge schaut. Und Kai Helge Wirth hat schon letztes Jahr auf dem Vortrag zur Himmelsscheibe kurz gesprochen. Er hat mich seit 2 Jahren eingeladen, mich dem Thema zu widmen, aber ähnlich wie bei der Kartografie, ich habe nicht die Zeit, auf alles einzugehen. Aber als wir dieses Jahr über das Mittelmeer gesegelt waren und ich die Plejaden habe aufgehen sehen, so ab Mitte August, und sie sind nie höher als 35 Grad über den Horizont gestiegen. Da habe ich mir so gedacht, Mann, Helge, du hast ja vielleicht doch nicht ganz unrecht. Denn wir sehen hier die Bogensegmente, auch entsprechend der Ekliptik muss hier Süden und hier oben Norden sein. Wir sehen eben diese Plejadenkonstellation ziemlich hoch auf der Himmelsscheibe dargestellt. Und naja, das ist eben, was wir in der Kunsthistorie wirkimmanente Bildbetrachtung bezeichnen, was Kai Helge Wirth als Kunsthistoriker betrieb und betreibt, eben nicht auf den heutigen Erkenntnishorizont einzugehen, sondern wie die Wirkelemente dieser Bilder wirkt, wenn man nicht rein modern rangeht an diese Scheibe. Und da kommen eben neue Betrachtungsweisen ins Spiel. Und für mich war einfach entscheidend, dass die Plejaden, wenn sie denn so hoch auf der Scheibe dargestellt sind, möglicherweise vielleicht ja doch was anderes darstellen. Und der Zufall will es, den braucht es in der Forschung immer, dass der Physiker Dr. Stefan Tschiegner in seiner Urlaubsreise diese Konstellation in einer besonderen Nachtabdeckung gesehen hat, wo eben was ganz anderes aufgefallen war als die Plejaden, ähnlich wie es mir ging. Und so haben wir eben in der detektivischen Puzzlearbeit ganz neue Befunde zusammengetragen, die ich hier auch erstmals so vorstelle, in Ergänzung zu dem, was Kai Helge Wirth eben über die Himmelsscheibe, über die mögliche Darstellung des großen Wagens schon vor einem Jahr hier präsentierte. Und das zeigt eben an, dass Wissenschaft bedeutet, sich täglich neu zu orientieren, umdenken lernen, Kompromisse einzugehen, auch andere Denkweisen einzunehmen. Und insofern ist es schön, dass ich in der Mitte des Vortrages werde ich eben auch auf eine neue Interpretation, was heißt neu, die ist viel älter als unsere, zeigen, dass eben auch andere Astronomen zu nochmals anderen Feststellungen kommen, weil man kann viele Dinge in so eine Scheibe reininterpretieren. Da gibt es nicht die absolute Wahrheit, sondern Wahrheit ist immer perspektivenbezogen. Tatsachen sind immer nur die eigene Reflexion der Wahrnehmung. Man kann nicht sagen, dass das nicht die Plejaden sind. Und das werde ich in dem Vortrag darstellen. Jetzt ist ja die andere neue Interpretation der Himmelsscheibe eins der vielen Forschungsgebiete, die du hast. Du bist erst vor wenigen Wochen mit Abora 4 zurückgekehrt, hast da mit Sicherheit auch noch eine Menge Daten, die du noch gar nicht irgendwie erfasst und ausgewertet hast. Du hast zur Cheops-Pyramide neue Erkenntnisse beigesteuert, und ich bin mir sicher, du hast auch schon wieder das nächste Projekt im Petto. Habe ich recht? Das nächste Projekt heißt erstmal Ausstellen, Darstellen, Forschen. Also wenn man mich immer wieder
der Frage, gibt es denn schon Pläne für eine neue Abora, kann ich hoch und heilig schwören, nein, es gibt noch keine direkten Pläne. Nein, aber jetzt müssen erstmal, muss der Acker, der vor ein, zwei Jahren bestellt wurde, geerntet werden. Es wäre völlig idiotisch, in zwei, drei Jahren wieder mit einer neuen Abora lossegeln zu wollen, weil wir sind dabei, gerade zwei Museen zu gründen, eins in Braunsbetra wir sind dabei, zwei Museen zu gründen, eins am Geiseltalsee und das nächste größere Museum wird in der Nähe von Chemnitz in der Erzgebirgsstadt Stolberg entstehen, wo all diese Themen, Himmelsscheibe, Pyramiden, Zinn der Bronzezeit, Metall vom Kaukasus eine große Rolle spielen wird. Und wenn das alles mal in zwei, drei Jahren so funktioniert, dann weiß ich nicht, vielleicht kriege ich ja Entdeckerlust und Entdeckerlaune, wo wir vielleicht dann nochmal was machen oder auch nicht machen. Weil eigentlich macht es keinen Sinn mehr, eine neue Abora zu bauen. Wir sind mit Abora 2 schon und jetzt mit Abora 4 wieder bestens und besser gesegelt. Ja, ich sag mal, wie ich es in meinem ersten Vortrag ausgedrückt habe, wir werden den Menoren um mehr als 40, 50 Grad davon gesegelt. Und das kann nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die antiken Kulturen schlechtere Seefahrer waren als die Neolithiker. Insofern ist diese Scheibe ein guter Beleg dafür, weil wir haben ja hier eine Papyrusbootdarstellung, die auch von allen Spezialisten so angesehen wird. Insofern gibt es auch durchaus übereinstimmende Anschauungen zwischen den Facharchäologen und den, ja, sag ich mal, Bürgerforschern oder in dem Fall den Amateuren. Und hier geht es eben darum, diese Gemeinsamkeiten auch entsprechend zu würdigen, hochzukehren und dann eine Brücke zu suchen zwischen den Landesarchäologen in Halle und natürlich uns als freien Forschern. Dominik, mir bleibt an dieser Stelle zu sagen, vielen, vielen Dank für all deine Forschungen und ich, wie gesagt, bin mir sicher, nächstes Jahr werden wir wieder hier stehen und interessante Neuigkeiten von dir erfahren. Von daher erstmal vielen Dank auch dafür, dass du ja sozusagen eine Mini-Ausgabe des Galileo-Parks nach Sachsen bringen willst. Und ja, den Galileo-Park von außen, den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ja, und Lars, wir haben jetzt hier die Vorträge verfolgt. Was fandest du heute hier am spannendsten? Also der Vortrag, ob die Chachapoya in Wirklichkeit von den Balearen oder Spanien allgemein kam, also eben vom europäischen Festland, das war natürlich sehr spannend, da ich letzte Woche in Mallorca war oder beziehungsweise auf Mallorca. Und die Chachapoya sind ein indigenes Volk, vielleicht indigenes Volk in Peru. Und da wird immer gerätselt, den Wolkenmenschen haben die Inka die genannt, wo die ursprünglich denn hergekommen sind. Und es gibt tatsächlich Parallelen zwischen den Balearen, den Ureinwohnern von Mallorca, aber auch vom spanischen Festland, zu den Chachapoya. Und das war natürlich sehr spannend, weil ich ja, wie gesagt, ich bin gestern erst von Palma de Mallorca wiedergekommen. Und es ist natürlich dann auch eine Frage, wie kamen die denn darüber? Und das ist ja auch das, womit sich Dominik Görlitz eben beschäftigt, mit der Seefahrt vor Jahrtausenden. Und da ist es auch interessant, wenn man nochmal jetzt an Mallorca denkt. Mallorca ist ja eine Insel, weiß natürlich jeder. Und die sind besiedelt worden, die Insel, die Balearen, so 4500 vor Christus. Es gibt Spekulationen, dass schon 6500 vor Christus die ersten Steinzeitseefahrer auf Mallorca angelandet sind und dort gesiedelt haben. Und das ist ganz erstaunlich. Das heißt nämlich, dass da auch schon im Prinzip Hochseeschifffahrt im westlichen Mittelmeer stattgefunden hat. Und dann ist noch etwas sehr Interessantes auf Mallorca in dieser Hinsicht. Ab ungefähr 1500 vor Christus begann die sogenannte Megalithkultur auf Mallorca. Das kennt man ja von den Küstenregionen von Frankreich, von Nordfrankreich und Spanien, eben diese Megalithbauten. Und da ist archäologisch bis heute immer noch vollkommen offen, woher eigentlich diese Megalithbauer gekommen sind. Die Archäologen spekulieren, dass sie entweder von der Insel Malta kamen, wo es ja viele solcher architektonischen Megalithbauten gibt, oder dass die vielleicht von Korsika gekommen sind oder vielleicht von Sardinien. Das wissen die nicht, aber das ist 2.500 Jahre her und da kam dann eben nochmal so eine Siedlungswelle. Und der Dominik Görlitz auch, wie er es ja hier auf diesem Kongress wunderschön zeigt, mit seinen Abora-Experimente, mit seinen Schilfbooten. Jetzt ist ja Abora 4 erfolgreich abgeschlossen worden. Und quasi, wie nannte er seinen Vortrag, die Argonauten der Steinzeit, eben von Varna am Schwarzen Meer durch das Marmara-Meer, durch den Bosporus und so, eben nachzuweisen, dass es auch diesen Handel dort gegeben hat. Denn es gab vorzeitlichen Handel, das hatte der Dominik Görlitz nicht so angesprochen, ja zum Beispiel auf Kreta bereits vor 11.000 Jahren mit den Nachbarinseln, weil da die gleichen Kunstobjekte und gleichen Artefakte gefunden wurden. Um noch weiter zurückzugehen,
Es gab bereits vor 130.000 Jahren steinzeitliche oder vorzeitliche Seefahrer, denn da war die Insel Kreta schon besiedelt worden. Man spricht da vom Homo erectus, dass der aus Afrika mit Booten nach Kreta gesegelt ist. Und das ist schon ganz erstaunlich. Und ich finde, Dominik Görlitz mit seinen Kongressen, das ist ja nicht der erste, den er hier im Galileo-Park macht, ist da also immer eine wunderbare Adresse. Da muss man hingehen bei diesen Kongressen. Immer spannende Vorträge und die Referenten. Das ist immer sehr faszinierend. Ist schon fast zu seriös und wissenschaftlich, was er macht für einen Grenzwissenschaftler, oder? Also ich bin ja hauptsächlich, ich stamme ja ursprünglich aus der Präastronautik. Ich bin im September 89 angefangen, mich intensiv mit Präastronautik zu befassen und Aliens, UFOs und solche Dinge. Das ist jetzt exakt 30 Jahre her. Und dieser Kongress, jetzt auch dieser Pioniere der Meere-Kongress, der hat ja mit solchen Dingen nichts zu tun. Der hat ja nichts so viel mit irgendwelchen Außerirdischen. Also da sind keine steinzeitlichen UFOs herumgeflogen, die irgendwie die Welt beflogen haben und besiedelt haben, sondern das ist schon eine wissenschaftliche Sache. Da kann man auf archäologische Funde zurückgreifen und die Präastronautik, mein Gebiet, das ist ja sehr viel aus der Mythologie, da interpretiert man alte religiöse Mythen und Texte. Das ist schon ein anderes Kaliber, um es mal so zu sagen. Ja, also Dominik Görlitz, wirklich sehr seriöse Wissenschaft. Wir bleiben auf jeden Fall der weiteren Forschung von Dominik Görlitz, der blicken wir sehr neugierig entgegen. Und ich bin auch immer fasziniert. Ich denke mir jedes Jahr, was kann da jetzt noch Neues kommen? Und trotzdem, ich weiß, in ein paar Wochen hat er wieder ein neues Thema und mit dem er uns mit Sicherheit im nächsten Jahr hier beglücken wird. Für diese Woche war es das erstmal. Die DVD Pioniere der Meere gibt es bei uns im Shop, beziehungsweise die Vorträge auch auf Nuviso Plus. Für diese Woche sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Bis bald. Tschüss.